Im Durchschnitt brennt es 200.000 Mal im Jahr in deutschen Wohnungen und Häusern. Jeder dritte Brand wird ausgelöst durch Mehrfachsteckdosen. Ganz häufig ist das Problem, indem ein Gerät zum Beispiel überlastet wird oder jeder kennt es, man stellt die Mehrfachsteckdose hinter die Couch und dann verstaubt sie ein bisschen, der Vorhang hängt noch oben drüber und das sind halt nicht die besten Bedingungen für eine Mehrfachsteckdose. Hier im Makerspace der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen arbeiten die Studierenden Sophia Reiter und Fabian Gödert vom Startup Physego an der Zukunft. Sie haben ein Brandschutzsystem entwickelt, das sich in jedes Elektrogerät einbauen lässt, auch in eine Mehrfachsteckdose. Das sind unsere zwei Prototypen der ersten Generation. Hier sieht man einen Funktionsprototypen, der ist nur dafür da, um halt wirklich zu testen, ob die Funktionen, die wir möchten, auch funktionieren. Auf der anderen Seite ein Designprototyp. Um auf eine Gefahr hinzuweisen, haben wir rechts und links LEDs verbaut. Rot würde bedeuten Brandgefahr, das System hat sich abgeschaltet, der Löschvorgang steht kurz bevor. Das ist so ein Modell, wie wir uns vorstellen können, wie das dann im Endeffekt aussehen könnte. Gefertigt werden die Prototypen hochmodern im 3D-Drucker. Wie genau das Branderkennungs- und Brandbekämpfungssystem, kurz BEPS, funktioniert, dürfen uns die Entwickler nicht verraten. Nur so viel: Es warnt, es schaltet sich automatisch bei Gefahr ab und kann im Notfall, das heißt, wenn ein Brand im Gerät schwelt, löschen. Also wir stehen jetzt ganz kurz vor den Prüfverfahren. Das bedeutet, wir werden sowohl alle vorgeschriebenen als auch freiwillige Prüfverfahren durchführen. Und sobald die dann abgeschlossen sind, könnten wir theoretisch in den Verkauf starten oder in die Herstellung starten und dann auch kurz danach in den Verkauf, ja. Was die Steckdose am Ende kosten soll, ist noch nicht kalkuliert. Bis dahin investieren die beiden viel Zeit in ihr Projekt und werden von der Hochschule bei allem unterstützt. Immer wieder passen sie einzelne Teile neu an und tüfteln bis zur Perfektion. Und bis es soweit ist und die selbstlöschende Mehrfachsteckdose auf den Markt kommt, rät Sophia Reiter, dass man keine Waschmaschinen und Trockner oder generell Geräte mit einem Motor in eine Mehrfachsteckdose einsteckt. Dafür sind die einfach nicht ausgelegt. Und dann braucht die Feuerwehr hoffentlich auch nicht mehr allzu häufig zu einem Elektrogerätebrand ausrücken.